Hallo, ich heiße Franziska, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere in Hamburg an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik und Management. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich da so mache. Kommt doch einfach mal mit. Dies ist eine Presse aus der Automobilindustrie. Hier lernen wir, wie einzelne Teile für Autos hergestellt werden. Ich zeige euch jetzt einen Zugversuch. Dieser Zugversuch ist wichtig in der Werkstoffkunde, um zum Beispiel die Eigenschaften von Stahl zu überprüfen. An diesen Diagrammen kann man sehen, ob sich dieser Baustahl für bestimmte Konstruktionen eignet. Ich habe mich schon immer für Technik begeistert, obwohl meine Familie gar nicht so technikinteressiert ist. Mit dieser Erodiermaschine kann man zum Beispiel Werkzeuge für Gehäuse für Fernbedienung herstellen. Das finde ich faszinierend. Am Girls' Day war ich bei der Telekom, dort haben wir uns verschiedene technische Geräte angesehen. Dies war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt Maschinenbau studiere, weil ich Mathematik und Physik sehr spannend finde. Ich stehe jetzt hier in der Presse und zeige euch jetzt einen Umformversuch. Dieser Umformversuch ist sehr wichtig für meine Vertiefungsrichtung Produktionstechnik und Management. Und hier lerne ich, durch welche Verfahren ich welche Produkte herstellen kann. In meiner Freizeit, wenn ich mal gerade nicht studiere, gehe ich auch gerne laufen oder rudern oder treffe mich auch gerne mit Freunden. Beim Girls' Day ist mir klar geworden, dass ich etwas Technisches studieren möchte. Denn beim Girls' Day kommt man so nah ran an die Maschinen wie sonst nicht. Von daher macht doch einfach mal mit. Mädchen, 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 nimm dein Leben in die Hand. Mädchen, 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 leg jetzt los und zeig mal so.